Keine Ahnung. Moment. Hier, Teflon. Ja? Hi. Ja? Unter, ja? Das sollte man nicht ganz so viel. Fahren wir es mal runter. Ich riskiere, dass das Ding hier mal. Hecken hängen bei dem Zeug. Tut euch da um Gottes Willen nicht über, Vater, der echt. 48 Hertz, das ist ja der Wahnsinn. Und das ist der neue Kurzweil. Das ist der Wahnsinn, das geht nicht. Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Mein Vater singt im Gesangsverein Sandelfinger. Die singen mit 3 Hertz. Jetzt wo? Das ist ein Monitor-Mischer. Ach so. Jetzt sollte man die Mischung gleich so umstellen. Die Geräte werden aufgebaut. Also, dass die ausgehen, die Geräte. MIDI-Kompatibilität ist das A und O jeder funktionierenden Sequenzer-Maschinerie. Es stellt sich die Frage, Mensch oder Maschine? Wir werden es unter Beweis stellen müssen. Absatz 2 nochmal. Ja, ich habe eine Note vergessen. Nein, 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 nein.
Viel? Einkaufen. Beim DX-Editor von Ihnen ganz raffiniert. Der rechnet diesen DX-Sound, das ist eine Höllenarbeit. Mhm. Welche Tonart ist Great Commandment? Es gibt manchmal bei Anschlüssen so ein absolutes Kack-Feeling. Und du hörst jetzt auf. Ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal nicht so durch, dass wir jetzt eine Reihenfolge gleich festlegen, sondern jetzt haben wir das erste Lied. Jetzt ist wichtig, das letzte Lied.
Ganz letzte vom Set. Das letzte vom Set ohne die Zugaben. It's all too much. It's all too much. Oh, oh, oh. Bei Neighbors habe ich zum Beispiel, habe ich halt hier einen Chor, aber halt ein Stereo. Das ist mit Hall und dem ganzen Gedöns und hier oben habe ich das Ding. Ne? Ist die Frage, ob man das jetzt kann ich mehr? Erstmal. Also wenn du jetzt einen Klinkenstecker hättest, dass nur der Bass rauskommt. Und da kommt jetzt die Gitarre und der Gitarrenzünder, die habe ich hier separat drin. Das ist schon Lautstärke mischen, gehen die praktisch jetzt auf den Wah-Wah. Und der Wah-Wah kommt zurück und geht, wie wir eben gesehen haben, auf Output. Auf 2, ne? 2 auf den Delay. Oh, da ist ein Aschenbecher, Moment mal. Du kannst ihn nicht einfach an die Midi-Stuhl irgendwie hängen. Kanal 2 geht raus. 2. Ja. Nur R2, das ist Z. Naja, das wäre halt. Aha. Schlecht. Wir sind hier dermaßen im Stress.